Apu, ich bin der Hacker. Du hast die 35.000 Abonnenten nicht geschafft und darum habe ich ein Virus auf dein PC installiert. Und dieses Virus, das wird dein Face leaken. Oh nein, der Hacker hat mich gehackt und mir ein Virus auf dem PC gemacht. Ich muss jetzt schnell nach Hause und ganz schnell den Virus vom PC löschen. Hashtag Apu-Bande darf mein Gesicht nicht sehen. Schnell, ab nach Hause. Halt, ich bin der Hacker. Ich werde dich finden. Ich installiere noch ein Virus. Jetzt aber schnell nach Hause. Oh Mann, ich bin gleich da. Schnell aus dem Weg da, Leute. Ich muss nach Hause. Ich muss einen Hacker aufhalten. Oh Mann, ey, ich muss den Hacker erwischen. Schnell brennen. Schnell los. Ich muss hier den PC-Virus löschen. Jetzt bin ich auch in-game. Und jetzt werde ich gegen das Virus kämpfen. Denn ich bin Bapu aus der Hashtag Bapu-Bande. Hey, du blödes Virus. Ich mach dich fertig. Du wirst mein Gesicht nicht liegen. So, ich bin aus der Bapu-Bande. Los, verschwinde, liebes Virus. Haha, nein, Bapu. Ich werde nicht abhauen. Ich bin das böse Virus von dem Hacker. Und ich werde dein Face-Reveal einleiten. Nein, das wirst du ganz sicher nicht. Ich werde mich dagegen wehren. Ich mach hier alle deine Computer kaputt. Ich mach alle Computer kaputt. Was? Oh nein, Bapu, du hast alle meine Computer kaputt gemacht. Damit werde ich auch vernichtet. Ich bin abhängig von den Computern. Haha, ich habe dich besiegt, Virus. Oh nein, ich wurde zerstört. Uha, wir haben das Computervirus besiegt. Und mein Face-Reveal wurde abgewendet. Aber ich möchte irgendwie doch noch ein Face-Reveal machen. Ich bin so stolz auf die ganze Hashtag-Bapu-Bande. Mir ist egal, ob wir 35.000 Abonnenten haben, 100.000 oder 1 Million. Wir sind die Hashtag-Bapu-Bande und wir halten zusammen, egal was passiert. Und deswegen kündige ich jetzt hiermit in diesem Video mein Face-Reveal an. Ich werde mich in diesem Video zeigen. Ja, genau, du hast richtig gehört. Dieses Video ist mein Face-Reveal. Aber bevor ich das bestimme, muss ich noch einmal schnell zu Mia gehen und fragen, was Mia davon hält. So Leute, hier vorne wohnt Mia und ich frage Mia jetzt, was sie von meinem Face-Reveal hält. Hallo Mia, Mia, meinst du, ich soll mich zeigen? Oder glaubst du, dass meine Zuschauer böse auf mich sind, weil ich gelogen habe oder was verheimlicht habe? Bapu, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Hashtag Bapu-Bande, die hält zusammen, egal was passiert. Und deswegen kannst du dein Gesicht auch zeigen. Okay, Mia, danke schön. Dann werde ich jetzt mein Gesicht zeigen, denn die Hashtag Bapu-Bande, die hält zusammen, egal was passiert. Ich zeige mein Gesicht in 3, 2, 1 und Face Reveal. Wow, ich bin das Virus aus Brookhaven und deswegen werde ich jetzt das Face Reveal von Bapu verhindern. Wenn er sich selber zeigen möchte, dann werde ich das verhindern. Bapu, du wirst dich niemals zeigen, wenn ich das nicht möchte. Oh Mann, dieses blöde Virus schon wieder. Ich mach dich jetzt fertig und Attacke, ich lösch dich jetzt. Ah, ich bin jetzt erledigt. Gut. Dann steht mein Face-Reveal nix mehr im Wege. Also mein Face-Reveal kommt in 3, 2, 1 und Face-Reveal. Hallo Bapu-Bande, hier bin ich. Ich bin Bapu und ich denke, der ein oder andere von euch ist jetzt bestimmt überrascht oder auch nicht oder völlig überrumpelt. Aber das ist auch gar kein Problem, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ich kann mir schon die ein oder andere Frage sehr gut vorstellen. Dann schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare, wenn genug Fragen auftauchen. Dann werde ich auf jeden Fall noch ein Q&A machen. Und ich habe für jetzt auf jeden Fall auch schon mal ein paar Fragen vorbereitet. Also die erste Frage, die ist, heißt du wirklich Bapu? Da muss ich sagen, nein, ich heiße nicht in Wirklichkeit Bapu, aber das denken schon ein paar Leute. Aber nein, so heiße ich nicht in Wirklichkeit.
Okay, und die zweite Frage, die ich auch öfter mal bekommen habe, ist: Warum kannst du eigentlich keine Freunde auf Roblox annehmen? Ich möchte mit dir auf Roblox befreundet sein. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber leider kann man als Roblox-Spieler nur 200 Freunde haben und deswegen habe ich nur 200 Freunde und kann leider nicht mehr annehmen. Aber komm gerne in meine Roblox-Gruppe, das ist ungefähr genau das gleiche. Und die dritte Frage, die vorletzte Frage jetzt in diesem kleinen Mini-Q&A ist: Hast du ein Haustier und falls ja, welche? Ich habe leider kein Haustier mehr, ich hatte damals mal einen Hund, der war richtig cool, aber leider haben wir jetzt keinen Hund mehr. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke mal, irgendwann in meinem Leben werde ich mal wieder ein Haustier haben. Und die letzte Frage ist: Bapo, was zockst du eigentlich so außer Brookhaven? Und da muss ich sagen, ich glaube, ich zock nur Brookhaven und so ein bisschen Toka Boka. Aber ansonsten spiele ich, glaube ich, gerade gar nichts. Also, falls ihr gute Spiele habt, auch gerne damit in die Kommentare, dann schaue ich die mir gerne mal an. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass wir die 35.000 Abonnenten nicht geknackt haben. Das ist für mich gar kein Problem. Das war nur so ein kleiner Anreiz, um ein paar Leute zum Abonnieren zu bringen. Aber nichtsdestotrotz würde es mich ja trotzdem freuen, wenn wir das als Hashtag Bapobande gemeinsam schaffen. Und deswegen möchte ich euch nochmal bitten, dass jetzt einfach alle den Kanal abonnieren, die es noch nicht getan haben. Ich hoffe, euch hat mein Face Reveal gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Oh Mann, Leute, ich möchte jetzt mal Mia und Felix fragen, was sie davon halten, dass ich mein Gesicht gezeigt habe. Hey, hallo Mia, was hältst du davon, dass ich mich jetzt getraut habe, mein Gesicht zu zeigen? Oh, Bapo, das finde ich richtig mutig von dir. Ich bin so stolz auf dich, Bapo. Ha, danke schön, Mia. Ich freue mich auch endlich, dass ich mein Gesicht gezeigt habe. Jetzt weiß die ganze #Bapobande, wie ich aussehe. Und ab jetzt kann ich jedes Mal in jedem Video mein Gesicht zeigen. Bapo, ich muss schon sagen, ich finde das auch cool, dass du dein Face Reveal gemacht hast. Ich bin richtig stolz auf dich, Bapo. Was? Sogar Felix findet das gut, dass ich mein Face Reveal gemacht habe? Dann habe ich ja wirklich alles richtig gemacht. Tja, Bapo, wir sind stolz auf dich und auf die ganze #Bapobande. Oh, das freut mich ja mega. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Face Reveal haltet. Oh nein, wenn der Hacker ein Virus auf mein PC besiegt. Outtake. Oh nein, Leute, ich bin der Hacker, bin. Oh nein, der Hacker hat mir ein Virus auf dem PC gemacht. Mach nochmal neu, mach nochmal neu. Ja, mal jetzt. Oh nein, der Hacker hat mir ein Virus auf dem PC gemacht. Was soll ich jetzt sagen? Der Hacker, der mich nicht hacken will, weil ich die 35.000 Abonnenten nicht geschafft habe. Und weil ich ja, du machst mir jetzt ein Virus, hast mir ein Virus auf dem PC gemacht, wenn ich nicht schnell löscht dann.